Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen bei Fighting Now. Ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Am Mikro wie immer euer Eduard. Conor McGregor gibt jetzt eine indirekte Antwort auf Jake Pauls Herausforderung. Für die Leute, die den Namen zum ersten Mal hören. Jake Paul ist ein in Amerika sehr bekannter YouTuber, der nun mit dem Boxsport angefangen hat. Er hat 2 Profikämpfe, seinen letzten Kampf absolvierte er auf der Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. Undercard. Aber was ist in den letzten Tagen denn passiert? Jake Paul hat Conor McGregor in den letzten Tagen sehr lautstark herausgefordert, dabei ist er sogar leicht unter die Gürtellinie gegangen. Es ging los mit dem Ansagevideo, wo er McGregors Frau attackierte und Conor für einen Kampf 50 Millionen anbot. What the fuck is up, you Irish cunt? Good morning, Conor McGregor. I know you're probably beating up old dudes in a bar right now, or maybe you're jacking off because you're sick of fucking your wife. I mean, she's a 4, Conor. You could do a lot better, but happy Monday! Einen Tag später lauerte er dann MMA-Fighter und McGregors Freund Dillian Dennis auf den Straßen auf, wo er diesen dann mit Wasserbomben attackierte. Jake Paul wurde zunächst zu Recht von der MMA-Szene belächelt und ignoriert. Aber jetzt reagierte sogar UFC-Präsident Dana White auf ihn. Dieser würde ihn maximal einen Kampf gegen die Kämpferin Amanda Nunes anbieten können, wenn er denn so scharf auf einen Fight gegen einen MMA-Fighter ist. Jetzt hat Jake Paul einen Screenshot veröffentlicht, wo man sieht, dass er Conor McGregor nochmal geschrieben hat. Er schrieb ihm, nimm den Kampf an, du... Was daran so interessant war, ist, dass Conor McGregor diesen gelesen hat, aber nicht reagiert hat. Jake Paul hat zu diesem Screenshot nochmal geschrieben, na, haben dich die 50 Millionen neugierig gemacht? Dieser Screenshot ist definitiv ein Indiz dafür, dass McGregor wohl kein Interesse an der ganzen Jake Paul Thematik hat. Obwohl dieser doch schon ziemlich weit gegangen ist, gerade bei den ganzen Attacken gegen seine Frau. Jake Paul ist natürlich keine sportliche Herausforderung für einen Conor und wahrscheinlich auch für die meisten Kampfsportfans kein Wunschkampf. Aber seit der Ansetzung seines Bruders Logan Paul, ja davon gibt es 2, gegen Boxlegende Floyd Mayweather, leider auch nicht mehr völlig unvorstellbar. Ich glaube, an diesem Punkt erübrigt sich die Frage, ob jemand Jake Paul gegen McGregor sehen möchte. YouTuber gegen Spitzenkampfsportler ist jetzt nichts, worauf ich persönlich scharf bin. Hoffen wir, dass McGregor da weiter auch uninteressiert bleibt. Immerhin hat er auch noch einen sehr harten Kampf am 23. Januar bei der UFC 257 gegen Dustin Poirier vor sich. Ein Kampf, auf den ich schon sehr gespannt bin. Schreibt mir wie immer eure Meinung in die Kommentare. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert den Kanal Fighting Now für noch mehr Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.